Landleben und digital schließt sich für mich gar nicht aus. Ich freue mich über mein Smartphone, wenn ich irgendwo im Wald unterwegs bin. Und habe schon lange GPS-Koordinaten von meinen Pilzfundorten in einem System, wo ich auch sehe, wann gehe ich wohin. Landleben geht auch nur mit Bandbreite. Ich bin Florian Dünkel, ich leite das Digitalmarketing bei denen. Das Wichtigste ist die Kundenperspektive. Das ist von morgens bis abends tatsächlich das Thema bei uns. Und wir haben schon mit den ersten Websites eigentlich das Thema Kundenperspektive ganz eng an der Angel gehabt. Ein Kunde soll in der Situation, in der er es braucht, die Informationen bekommen und auch den Service bekommen, den er braucht. Und zwar auch in der Dosierung. Ich war in den ersten Jahren eher so der technische Guerilla. Ich wollte technisch neue Dinge umsetzen, die auch zum Unternehmen passen. Unser ganzer Unternehmensauftrag ist ja technisch und den finde ich auch hochspannend. Also diese Geschichte, da kommt ein Blitz vom Himmel, unfassbare Energie. Und wir stellen uns hin und sagen, da kümmern wir uns drum, wir leiten den ab. Das passt auch gut zu dem, was ich auf der technischen Seite immer reinbringen wollte. Also dass wir sagen, alles was wir tun, können wir digital unterstützen. Wir wollen auch nach außen hin sichtbar sein als die, die nicht nur technologisch vorne sind beim Thema Blitz- und Überspannungsschutz, und da sind wir technologisch vorne, sondern auch so, wie wir mit unseren Kunden umgehen, wollen wir vorne sein. Das sind die, die sich dem Blitz entgegenstellen. Wir sind die, die wirklich verlässliche Schutzlösungen anbieten, die ein Problemfeld so vollständig verstehen wollen, wie es möglich ist, im Blitz- und Überspannungsschutz. Das ist auch das, was diese Firma so spannend macht. Wir gehen auch weiter, wo die Wissenschaft noch gar nicht vorgedrungen ist. Das finde ich cool. Das fand ich schon immer cool. Die Leute, die alle daran glauben, die das ins Ziel bringen wollen und die das auch stabil halten wollen in den Umfeldern, die immer komplizierter werden, das ist für mich denen.